Hey ho, Schnuckis! So, Leute, heute machen wir mal ein Anti-Haul-Wishlist-Video. Habe ich ewig nicht gemacht. Und es gibt so ein paar Sachen, die sind neu. Wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe hier mein Handy zur Hand. Und wenn ihr wissen wollt, was ich von den Neuerscheinungen halte, was ich mir hole, was nicht, bleibt dran. Es geht direkt los. So, erstmal als erstes meine ganzen Informationen und auch die Bilder, die ich euch dann hier einfüge, habe ich von Instagram von Trendmood 1. Ich verlinke ihren Kanal unten mal in der Infobox. Die meisten kennen ihn, oder? Es ist irgendwie der Beauty-Neuheiten-Kanal schlechthin. Wer ihn noch nicht kennt, hin mit euch. Da habe ich eigentlich die meisten Informationen her. Mal abgesehen von dem ersten Produkt, über das wir sprechen wollen, und zwar über dieses hier, nämlich das Colibri Cosmetics Brightening Booster Azelaic Acid, also Azelainsäure ist da drin. Das ist wieder eine Kooperation mit Leon X Skincare. Und ja, ich wollte das auf jeden Fall ausprobieren. Es ist ja so, dass ich wirklich eine zickige Haut habe, ja. Ich habe meine Rötung, also ich habe auch eine Rosazea und meine Haut ist sehr trocken und das sind natürlich Produkte, die schon in die Richtung interessant sind. Er hat ja schon dieses Niacinamide Booster, das habe ich jetzt schon, ein, zwei Monate würde ich mal sagen. Also ich habe das schon ziemlich lange, habe das ordentlich anständig eingeschlichen, benutze das jetzt aktuell jeden Abend gemischt mit einem Feuchtigkeitsserum, damit es nicht zu viel wird. Das verträgt meine Haut sehr gut. Hat es sie verändert? Ich weiß es nicht. Meiner Haut geht es im Moment recht gut. Liegt es daran? Liegt es am Sonnenschein? Daran, dass weniger Heizungsluft ist? Man weiß es nicht, ja, bei so einer Rosazea-Haut, da kann ja alles Mögliche ein Grund dafür sein, dass es deiner Haut gut geht oder schlecht geht, ne? Deshalb, ich mag es aber, es hat eine unheimlich schöne Konsistenz, sehr, ja, ihr seht es, es ist eher so eine flüssige Konsistenz, gefällt mir gut. Jetzt hat er rausgebracht den Brightening Booster mit Azelainsäure. Azelainsäure soll ja sehr gut bei Rötungen helfen, wird auch vom Hautarzt in einer hohen Dosis ganz gerne mal verschrieben. Ich hatte das mal mit 20% Azelainsäure. Wie heißt das Ding nochmal? Skinoren heißt sie so. Ich habe die gar nicht vertragen. Also meine Haut ist da vollkommen ausgerastet. Und ich habe jetzt von ihm diese mit 10%. Ich weiß noch nicht, ob ich das vertrage. Also ich weiß es echt noch nicht. Das hat wiederum so eine Konsistenz. Eher cremiger. Und ich bin einfach noch nicht so ganz sicher, ob Azelainsäure was Gutes für meine Haut macht. Ich teste das aber. Es ist auf jeden Fall sehr interessante Produkte, die hier auf den Markt kommen. Deshalb, ja, ich hab's schon. Also natürlich nicht Anti-Haul. Erzählt mir mal, ob ihr eins von den Produkten habt und wie eure Haut damit so klarkommt. Dann habe ich als nächstes dieses Produkt, lasst uns drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, das ganze Internet spricht über diese Apple Foundation von KVD Beauty. Ja, die interessiert mich gar nicht. Natürlich will ich die ausprobieren, Leute, ist ja ganz klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Sobald die verfügbar ist in Deutschland, zack, meine. Dann gibt es von Lethal Cosmetics neue Liquid Eyeshadows und zwar so Duochromes. Die sind auf dem Weg zu mir. Ich hoffe, dass sie heute oder morgen ankommen. Und ja, natürlich bin ich sehr interessant. Sie sehen natürlich echt, also ja, so aus wie die hier, ne? Wenn du jetzt die hier hinhältst und die von Lethal Cosmetics daneben, so vom Bild ist das schon sehr ähnlich. Ich bin mal gespannt, weil die von Natasha sind ja echt übertrieben mini. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe mir zwei Farben bestellt. Einmal so ein hellblau changierendes und so ein dunkelblau, was so lila. Ja, ich habe gerade meine blaue Phase vielleicht. Keine Ahnung, aber die Farben haben mich sehr angesprochen und sowas habe ich halt auch noch nicht, ne? Es ist natürlich so, dass ich schon sehr viel Liquid Duochrome Eyeshadows habe. Da muss man einfach mal gucken, dass man Farben nimmt, die man noch nicht schon hat. Aber sehr interessant. Dann hat Dior ein neues Setting Puder, Dior Backstage. Das Problem ist, ich habe noch nie ein Produkt von Dior Backstage gehabt, was ich gut fand.
Die sind alle eingezogen und wieder ausgezogen. Wisst ihr, ich habe noch nie davon irgendwas gehabt, was mich getoucht hat. Dieses Puder toucht mich jetzt schon wieder optisch und ist für mich irgendwie interessant. Aber ich, aufgrund meiner Erfahrungen mit Dior Backstage, habe ich eigentlich nicht so richtig Bock drauf. Sagt mal bitte was, hat einer von euch das Puder und ist das toll? Ich habe eine sehr trockene, zickige Haut und ich mag Glow. Ja, wisst ihr. Dann gibt's was Neues von Revolution und zwar die heißen Super Dewy Liquid Blush. Sehr interessant. Ich bin ja ein bisschen weg von Revolution, nicht weil ich irgendwie Revolution blöd finde. Es gibt ja einige, die sagen, hey, die machen alles nach, finde ich voll doof. Ganz ehrlich, jeder macht jedem irgendwie irgendwann was nach. Hier ist es natürlich ein bisschen extremer, aber gewesen, finde ich. Ich finde, es ist schon eine eigenständige Marke mittlerweile geworden und ich finde die durchaus interessant. Also die werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn es die gibt. Dann Jaclyn bringt mal wieder Lippenstifte raus. Und ja, da ist natürlich die Frage, oder besser gesagt keine Lippenstifte, es sind Lipglosse und Liquid Lipsticks scheinbar. Wer von euch mal ganz ernsthaft trägt denn heute noch Liquid Lipsticks? Also ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, der Liquid Lipstick Trend ist vollkommen vorbei und ich bin auch froh darüber, muss ich ehrlich sagen, weil ich konnte mit Liquid Lipstick noch nie so richtig was anfangen. Jetzt ist natürlich interessant, sie bringt Lippenstifte und Liquid Lipsticks oder irgendetwas in dieser Art halt raus. Die hat Eier, die Frau, ne? Wieder was für die Lippen zu bringen. Aber vielleicht ist es auch Taktik, weil ich meine, würde sie jetzt irgendwie... Sie hat ja auch Blushes rausgebracht. Das war zwar vielleicht auch interessant. Würde ich übrigens auch ausprobieren. Sie hat ja diese Blush-Duos, ne? Ich würde das ausprobieren, nur ich weiß gerade nicht so genau, wo ich das herkriegen soll. Von daher ist es noch nicht passiert. Aber das würde ich ausprobieren. Nur jetzt ist es so, die Leute sagen wahrscheinlich, wow, jetzt kommt die schon wieder mit Lippenprodukten raus. Die probiere ich. Vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin echt überhaupt nicht interessiert daran. Nude Lippen, Lip Liner, kommen wir gleich nochmal zu. Gibt es für mich interessantere Sachen und Liquid Lipsticks sind raus bei mir. Ja. Dann gibt es ja von Dominique Cosmetics eine neue Mini-Palette und Lipglosse, glaube ich, waren es. Ich hätte die auch testen können bei Pirsch. Ich muss nur einfach sagen, das sind einfach nicht meine Farben. Ich weiß, die sind bestimmt richtig gut und ich habe das schon bei mehreren gesehen. Ich glaube, dass es eine schöne Palette ist, aber für mich ist sie einfach von den Farben, ja, ist sie einfach nichts für mich, ne? Dann hat Melt neue Creme Blushes. Puh. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie so Creme Blush, juhu, ja, aber irgendwie benutze ich sie am Ende dann auch nicht. Das ist so, also ich möchte nicht ausschließen, dass ich mir welche hole oder dass ich einen ausprobiere. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich denke, für jemanden, der wirklich so Creme Blushes wirklich richtig benutzt, so bestimmt eine interessante Sache. Für mich persönlich weiß ich noch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mir welche hole. Ja, dann kam Wayne Goss wieder raus, ne? Unser guter Wayne hier mit seinem Bronzer-Duo. Und ja, hier ist meins. Natürlich, das war klar. Ich mag einfach Wayne Goss. Das ist ein großer Grund, warum ich die Sachen auch kaufe und teste, weil man muss einfach sagen, wenn man natürlich jemanden gern supporten will, dann kauft man auch seine Produkte gerne, wenn er natürlich irgendwas rausbringt, was mich gar nicht interessiert. Ich habe zum Beispiel keine von seinen Lippenprodukten oder auch diese andere Lidschattenpalette mit diesem Grau-Blau. Meine, wenn es mich nicht interessiert, kaufe ich es natürlich nicht. Aber wenn es schon interessant für mich ist, dann bin ich natürlich gerne bereit zu unterstützen. Also ich würde zum Beispiel auch, wenn jetzt Nicole oder Julia irgendwie eine Lidschattenpalette rausbringen würde, die würde ich auf jeden Fall kaufen, ne? Also ihr wisst Bescheid. Haut raus, Mädels. Ja, schön. Was soll ich sagen? Ich mag halt auch so das Packaging und irgendwie, es ist alles so erwachsen und ja, natürlich ist klar, dass ich das austeste. Dann habe ich hier auf meinem Bild Too Faced. Ich weiß nicht, ob es Too Faced nochmal schafft, wirklich bei mir anzukommen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil jetzt haben sie diese Teddybär-Palette. Ich bin ja wahrscheinlich auch einfach gar nicht die Zielgruppe von Too Faced oder so. Ich mochte Too Faced früher extrem gerne, aber diese Teddybär-Palette,
Also, das ist halt einfach so eine Nude-Palette. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen auch mit den Shades, die da drin sind, an diese eine von Huda. Wisst ihr so. Keine Lust. Einfach keine Lust drauf. Dann bringt It Cosmetics scheinbar wieder einen Pinsel raus. Diesmal ist es eine Rosenform. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Also, diese Herzpinsel, ne, als die das erste Mal rauskamen, die waren ja sehr gehypt, auch von amerikanischen YouTubern und sind auch richtig schöne Pinsel. Ich weiß, dass ganz viele von euch die mögen. Ich hatte den ersten. Der war richtig gut. Und dann hatte ich den zweiten mal in der Hand. Den fand ich schon nicht mehr so toll. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Mein Problem damit ist, mit den Herzpinseln, warum ich sie auch nicht mehr habe. Ich war eigentlich sehr begeistert. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht meine Art von Pinsel. Ich mag meine Foundation-Pinsel fluffiger. Ja, also leichter gebunden und nicht so fest. Weil ich habe das Gefühl, dann verteilt sich das Produkt geschmeidiger auf meinem Gesicht. Keine Ahnung, ich mag lieber locker gebundene Foundation-Pinsel und deshalb sind die Herzpinsel, die ja sehr fest gebunden sind, einfach nicht mein Ding. Bei dieser Rose jetzt hier wiederum scheint es mir so, ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Foundation-Pinsel ist, ich hätte ja mal lesen können, der sieht mir weiter gebunden aus. Aktuell scheint es auch so, gibt es das nur bei Ulta, aber manchmal ist es ja ganz oft so, war ja bei den Herzpinseln auch so, dass sie dann irgendwann kamen nach Deutschland. Da wollen wir mal sehen, aber ansonsten, ach, ich weiß nicht. Ist auch ein bisschen schischi, oder? Dieses Rosenthema nett anzusehen, aber brauchen wir das? Ich weiß nicht. Dann hat Milani eine Kollektion rausgebracht und ich hoffe, die kommt nach Deutschland. Ich finde sie so süß. Mit diesen kleinen. Ja, Campingbus mit dem, mich sprechen auch die Farben da drin an. Also nicht nur die Optik finde ich schön von der Palette, sondern einfach auch die Farben gefallen mir. Dann sind es, glaube ich, Creme-Lidschatten, die noch dazu kommen. Also ich würde tatsächlich, wenn es diese Kollektion bei uns irgendwann zu bekommen gibt, hier steht jetzt mal wieder Ulta. Ich würde sie komplett kaufen. Also die Creme-Lidschatten und auch die Palette würde ich sofort kaufen. Ich finde sie so. Einfach richtig niedlich. Spricht mich total an und ich beobachte den Markt auch schon dauernd, ob die irgendwann irgendwo verfügbar ist. Also sollte das so sein, schreibt mir bitte. Dann kommt Huda mal wieder mit braunen Mini-Lidschatten raus. Diese kleinen Paletten und ja, Chocolate Brown, Caramel Brown und Toffee Brown. Also. Mich spricht es optisch schon irgendwie an, ja, aber ich kaufe keine Lidschatten mehr von Huda. Also das Thema ist jetzt durch. Ich bin bereit, andere Sachen von Huda zu testen. Seht ihr auch gleich noch. Und mag auch tatsächlich mittlerweile wirklich einige Sachen von ihr gerne, aber ich bin durch mit Lidschatten. Ich hatte ja diese Khaki Haze Palette, die war für mich überhaupt nicht dazu zu bringen, dass sie irgendwas Tolles auf meinen Augen macht. Ich fand, das war eine der schlechtesten Lidschattenpaletten, die ich je ausprobiert habe. Also wirklich eine der schlechtesten. Und ich habe auch schon die ganz günstigen ausprobiert. Und deshalb, ja, also die Paletten hier kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Alleine die Optik finde ich schön, aber alles andere, wenn ich mir jetzt die Farben genauer angucke, ist nichts, was ich nicht irgendwie eh schon hätte und auch nichts, was mich reizen würde. Patrick Ta bringt auch ein Blush-Duo, ein Bronzer-Duo raus und ja, ich denke mal, ich glaube, das gibt es bei Cult Beauty, ne? Patrick Ta. Ich muss noch mal gucken. Ich bin auf jeden Fall demnächst dabei, denke ich. Also ich finde es schön. Es ist ein Creme Contour und ein Puder Produkt dabei. Ich bin definitiv interessiert. Ich weiß noch nicht, welche von den drei Farben ich nehme. Vielleicht hier tatsächlich mal die hellste. Weiß ich noch nicht, aber ich bin dabei. Ich möchte auch unbedingt gerne noch mal so einen Creme Blush. Habe ich immer noch nicht. Ich habe immer noch nicht keinen von diesen Blushes von Patrick Ta. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die holen. Dann hat Fenty dieses Dingen rausgebracht.
Ja, dieses Clip, Clip, Lip Balm oder was auch immer, was man sich irgendwo dran klipsen kann. Nein, nein. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich gehe auf gar keinen Fall mit dem Finger in ein Produkt, gebe mir das dann auf die Lippen, ist voll eklig und unhygienisch. Ich bin da nicht so zimperlich, ja. Also erstmal wasche ich gelegentlich meine Hände und ja, wenn ich jetzt irgendwie draußen war oder was, ich war einkaufen, habe überall rumgekrapscht, dann würde ich jetzt vielleicht auch nicht direkt meine Lippen mit meinen Fingern eincremen, aber in den meisten Fällen sind die eh sauber. Unglaublich, ey, wow. deshalb finde ich das nicht so ein Problem, aber irgendwie erinnert mich das so an damals, so als. Das ist so kindermäßig, oder? So ein bisschen wie Kinderschminke. Also nein, auf keinen Fall. Das interessiert mich nicht. Dann hat NYX diese Kollektion hier rausgebracht. Und ehrlich, ich muss erstmal näher an mein Handy ran, weil das ist ja echt schockierend hier. Diese Tetris Edition. Und wow, ich bin schockiert. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin ein Kind der 80er. Ich bin 1980 geboren. Das heißt, ich habe tatsächlich noch Tetris gespielt auf dem richtig echten alten Gameboy und so. Und wirklich hart Tetris. Also richtig. Ich glaube, wir konnten uns dann auch irgendwann mit einem Kabel verbinden und gegeneinander spielen. Das war. Und dann hatte man noch so einen Aufsatz für den Gameboy mit so einer Lupe und Licht. Weil der Original Gameboy ist nicht beleuchtet gewesen. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Okay, die meisten, die meinen Kanal gucken, die sind ungefähr so alt wie ich. Also die kennen den echten Gameboy noch. Aber dieses Tetris. Ich finde es ganz interessant, dass man so Retro-Sachen so rauskramt in letzter Zeit und sie dann für so ein junges Publikum aufbereitet. Interessant. Ich finde die Palette. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich damit machen soll, wenn ich die sehen, wenn ich die hier liegen hätte. Erstmal kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie groß muss das Ding sein. Und dann ist da ja alles und nichts drin. Ne? Also das ist ja wirklich. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was ich damit machen sollte. Ne? Vielleicht ist das für jemanden interessant, der sagt, ich möchte nur eine einzige Lidschattenpalette haben. Dann ist die vielleicht was, aber nein, also ich bin raus. Ich bin auch bei dem anderen Gedöns davon raus. Das interessiert mich nicht wirklich. Ja, dann haben wir Be Perfect. Be Perfect bringt eine neue Palette raus und zwar Dream Big. Ich habe die mal hier auf meinem Rechner. Die gibt es nämlich schon bei Purish. Ich hatte die noch gar nicht gesehen. Das ist auch so eine Palette, die ist sehr groß und da ist alles und nichts drin. Aber die wiederum ist mega interessant. Also wenn ich mir die jetzt hier angucke, da sind sehr interessante Farben drin und ich finde auch hier die Farbzusammenstellung wirklich sehr interessant. Es gibt einen Nude-Teil, dann gibt es so gelb, grün, eigentlich alle möglichen Farben, aber sehr ausgewogen, finde ich. Könnte so eine Campingplatzpalette sein. Ihr wisst, was ich meine. Also die Palette, die ihr mitnehmt und ihr habt eigentlich alles, was man so braucht. Finde ich wirklich sehr interessant. Also wäre ich nicht abgeneigt. Wäre ich nicht abgeneigt. Dann kommt Hourglass mit Creme Blushes raus. Und auch da ist es so ähnlich wie mit denen von Melt. Ich habe schon Bock. Benutze ich sie am Ende? Weiß ich nicht. Ich würde vielleicht sogar eher die von Hourglass testen als die von Meld? Ich weiß es nicht. Also da kann ich mich leider echt noch nicht festlegen. Wirklich nicht. Ja, dann kommt hier diese Kollektion von Meld. Sind wir wieder bei Meld. Diese Mary Jane Collection. Das ist ganz interessant. Also ich habe noch keine Lidschattenpalette von Meld. Und das liegt. Ja, ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, weil ich finde alle Paletten, die sie jemals rausgebracht haben, schön. Ich glaube, ich kann einfach den Schmerz nicht überwinden, dass ich diese Muerte-Kollektion nicht habe mit den beiden Toten, diese beiden Paletten mit dem mexikanischen Totenkopf drauf, die so halbiert ist. Die eine ist so rot mit Orange und so und die andere ist so blau mit Rot und sowas. Und ich weiß nicht, warum ich die damals nicht gekauft habe. Ich weiß es nicht. Und heute denke ich mir so. Also, ihr lieben Schätzchen da draußen, sollte irgendwer von euch diese beiden Paletten haben und die möchte ihr loswerden, ne?
Sag mal Bescheid, ja, ich bin wirklich bereit, die euch abzunehmen. Das Problem ist, ich will aber auch nicht eine. Also ich will beide. Das muss schon, die müssen schon beide sein. Ja, und das war halt eine Limited Edition. Pech gehabt, gelitten hast du. So, ne? Hast du nicht gekriegt. Und irgendwie waren dann immer alle schön. Also ich finde alle Paletten von Melt schön. Ich weiß aber nicht, welche ich davon kaufen soll. Und das Gleiche geht es mir jetzt bei der hier. Weil wenn ich die mir angucke, ist sie auf den ersten Blick, schreit sie, Jenny! Aber auf den zweiten Blick schreit sie Natasha Denona Glam Palette. Und deshalb werde ich sie mir nicht holen. Ich finde, sie ist der Natasha Denona Glam Palette von den Farben so unglaublich ähnlich, dass ich denke, es wird keinen Sinn machen. Weil die Natasha Denona Glam Palette ist eine der wunderschönsten Paletten für mich, die es überhaupt gibt. Und ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität von Melt, ich habe wie gesagt keine Melt Lidschattenpalette, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität besser ist, vielleicht genauso gut oder anders gut, aber nicht besser als die von Natasha. Und deshalb werde ich die Palette sehr wahrscheinlich nicht kaufen und die Glitzerpots sowieso nicht. Ihr wisst, ich bin nicht dafür Glitzer, ne? Dann Viseart. Ich habe ja auch schon eine kleine Lidschattenpalette von Viseart. Die finde ich übrigens sehr schön. Also die Qualität gefällt mir gut. Die kommen mit so einer Sommerkollektion raus. Und das ist so eine... Dieses Bild. Das macht mich, dass ich das kaufen will. Weil ich... Wenn ich aber diesen Blauton in der Mitte einfach zuhalten würde mit dem Finger, dann will ich die nicht mehr. Wisst ihr, das ist dieses... Ich weiß nicht, ob das psychologisch ist, ob das anderen vielleicht auch so geht, aber bei mir ist das so, wenn ich eine Nude-Palette sehe und da ist ein Blauton drin, dann will ich die haben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mein Verstand sagt dann natürlich, Jenny, ist Quatsch, weil das ist nur Nude und dieses Blau, du hast schon 100 Blautöne, das brauchst du nicht, aber dieser erste Blick da drauf und wenn der rote Lippenstift da noch so liegt, denke ich so, ich muss dich haben. Aber... Ich muss sie natürlich nicht haben, weil ich habe jeden Ton sehr wahrscheinlich davon schon. Also ich sag mal so, aufgrund der psychologischen Meise, die ich da habe, was das angeht, kann ich nichts ausschließen. Also kann ich nicht ausschließen, dass ich mir die holen würde. Was ich auf jeden Fall ausschließen kann, ist Benefit. Bringt so... ja, das sind so Face-Paletten und Earth Angel, Air Goddess und Fire Queen. Da ist hier Hula drin und Cookie Cream Dings da, Dandelion und wie die alle heißen, diese langweiligen Rouges von Benefit. Also ich bin wirklich überhaupt kein Benefit-Fan, was deren... Face-Produkte. Also für mich kann Benefit nur Augenbrauen und Wimpern, alles andere, nee. Also mal abgesehen davon, dass immer wieder Hula hier am Start ist, ganz ehrlich, lasst euch mal was Neues einfallen. Also nein, da bin ich voll raus. Dann gibt's von Chantecaille. Ich hatte ja mal diese BB-Cream von denen und ich fand die nicht toll. Ich habe die relativ zügig wieder abgegeben. Aber die haben dieses Blurring Powder, was mich sehr interessiert. Und da gibt es jetzt hier so eine Sommeredition. Aber, oh Gott, das finde ich so hässlich. Wisst ihr was? Also diese kleinen Blümchen, die sind auch so erhaben. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Beim Teddy. Da gibt es für Nail Design so kleine Scheibchenblümchen, die man sich dann auf den Nagel draufkleben. So sieht das aus. Also das kommt für mich gar nicht in Frage. Können wir gleich weiter skippen. Drunk Elephant. Ja. Ein Coffee Scrub. Sugared Coffee Almond Milk Scrub. Dann kennt ihr schon mal die Ingredients. Könnt ihr selber machen. Weil, ganz ehrlich, also jetzt mal ganz im Ernst. Kauft sich einer von euch so ein Coffee Scrub von Drunk Elephant, was wahrscheinlich unfassbar teuer sein wird. Dann nimmst du dir einfach ein bisschen Zucker, Öl, bisschen Milch oder was weiß ich, Kaffee, zack, hast du das. Einfach mal im Küchenschublade, also nein, das kommt gar nicht in Frage. Also Drunk Elephant, ich glaube sowieso, mal abgesehen von dem Deep Bronzy, was ich wirklich sehr toll finde,
Und was auch vom Preis so in Ordnung ist. Das ist auch natürlich kein günstiges Produkt, aber es ist okay vom Preis. Nur, ich weiß nicht, also ist es das wert? Habt ihr was von Drunk Elephant? Sagt mal bitte. Also, nee, ich weiß nicht. Das kommt bei mir nicht so richtig an, muss ich sagen. Dann habe ich noch bei Trendmood gefunden Skin Realist von Nabla. Das ist schlecht zu lesen. Ein Tinted Balm. Hi. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid. Ich bin dabei. Sofort. Ja, ist ganz klar. Also natürlich, das interessiert mich. Dann kommen wir nochmal zu Huda zurück. Ich muss mal mein Bild finden. Und zwar hat Huda neue Lippenprodukte rausgebracht. Lip Liner und Lippenstifte. Nude. Nee, falscher. ja, pass auf. Nachts um 4, mein Kind war irgendwie wach. Ha, Mama, ich habe Durst oder irgendwie sowas in der Art. Und dann konnte ich nicht wieder einschlafen. Und dann habe ich bei Sephora geguckt. Warum auch immer, aber ihr kennt das sicherlich. Ja, und dann gab es die da schon. Ne? Und zwar Automatic Lip Pencil, was ich nicht so schlecht finde. Gerade für unterwegs, das sind hier welche, die man rausschrauben kann. Finde ich gar nicht so schlecht. Die kann man natürlich wiederum jetzt nicht anspitzen. Oder ist hier ein Spitzer mit bei? Wartet mal, lass mich schauen. Da ist ein Anspitzer dabei, alles gut. Also praktisch, auf jeden Fall. Ich habe die Farbe Pinky Brown. Ja, sehr schöne Farbe. Sehr schön. Ne? Pinky Brown. Auch gerade auf den Lippen. Und Cream Lipstick. In Angel. Der ist so schön. Der ist richtig schön rosa. Der ist recht hell. Für mich, muss ich sagen. Wunderschön. Also schön. Ich habe ja vor kurzem erst hier so einen Matten bei einer Douglas Bestellung mit dabei gehabt. Die Farbe Joyride. Ich finde den wunderschön und ich finde auch den Creme-Lippenstift sehr schön. Und ja, ich bin interessiert daran. Habt ihr ja gesehen. Dann kommen wir nochmal zu diesem Produkt hier. Ich werde sie nicht kaufen. Wahrscheinlich. Also passt auf. Natascha Denona, ich glaube, wir hatten das schon mal besprochen, irgendwann in dem Video, aber ich wollte das hier jetzt auf jeden Fall nochmal sagen. Diese Palette, ich habe wirklich mit mir gehadert. Ihr wisst, ich bin ein extremer Natascha Denona-Fan. Mir ging das aber alles jetzt ein bisschen zu schnell, muss ich wirklich sagen. Und ich habe dann gesagt, für mich entschieden, ich kaufe sie mir nicht. Ja, habe ich auch nicht. Aber ich habe mega geile Abonnenten. Markus, ich danke dir wirklich von Herzen, dass ich die ausprobieren darf, dass du mir deine Palette zur Verfügung stellst. Wirklich richtig cool. Also wie gesagt, ein Abonnent hat gesagt, Jenny, ich würde so gerne eine Review von dir darüber sehen. Wäre so schön, wenn du die ausprobieren würdest. Ich leihe dir meine. Und hat er auch gemacht. Und hier ist sie. Und jetzt, wo ich sie... Also das Bild ist erstmal abschreckend für mich. Irgendwie war es für mich abschreckend. Ja, nein, ich weiß es nicht genau. Ich kann es einfach schlecht sagen. Diese Palette ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich mir die tatsächlich vielleicht doch noch holen werde. Das kann ich... Also der erste Eindruck, ich habe sie seit gestern hier und... ich will euch jetzt mal eine Sache zeigen, weil das hat mich einfach schockiert, ist einfach dieses Blau ist unnormal, ja. Also das ist wirklich eins der schönsten Blaus, die ich wirklich je gesehen habe. Auf dem Auge, Leute, das sieht so gigantisch gut aus. Also, wow, mit dem Finger so drauf gecremt, mega. Und ich habe halt heute damit... das erste Mal geschminkt und der Look ist, ich liebe ihn. Ich habe einfach hiermit ein bisschen obenrum und den Ton einfach komplett drauf, habe mir einen Lidstrich gezogen, habe außen ein kleines bisschen mit einem schwarzen Lidschatten verdunkelt, fertig.
Und ich finde den Look. Ach nee, vorne habe ich noch Inner Corner. Den hier. Mega. Also, wow. Dieses Türkis, ne? Also ehrlich, diese Palette ist alleine schon wegen dem und dem Ton sehr interessant. Ich spiele jetzt, ich darf ein bisschen damit rumspielen. Ich bin ein bisschen, die kam so super unbenutzt an und ich hoffe, ich kann liebevoll zu ihr hier sein. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren und ich mache euch auf jeden Fall ein Video darüber. Ne? Ist klar, ja. Also nein, ich kaufe sie nicht oder doch oder nein, ich weiß noch nicht. Ich kann mich noch nicht ganz dazu äußern. Es ist natürlich so, dass ich einfach eine Sammlerin bin. Ne? Das muss man einfach sagen. Und ich würde nicht ausschließen, dass ich sie mir tatsächlich nochmal selber hole, weil der erste Eindruck qualitätsmäßig, was soll man sagen? Ne? Also ich finde die Qualität durchgängig bei Natasha Denona gut. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist nicht so gut oder das ist nicht so gut. Ich empfinde das nicht so. Also ich kann mit jedem ihrer Lidschatten richtig geil arbeiten und ich bin immer begeistert. So. Dann habe ich hier jetzt noch zwei, drei Sachen liegen. Einmal wollte ich euch die zeigen, weil das sind Neuheiten und die habe ich schon hier. Ich habe jetzt keine Fotos davon gemacht, sondern einmal wollte ich nochmal hier drauf eingehen. Diese Eavesdrops von Fenty, die sind natürlich neu und ihr seht die schon dauernd bei mir auf Instagram. Ich habe auch schon in einem Video sie jetzt getragen. Ich finde sie so unglaublich gut. Aber auch da ist es so, ich höre immer öfter von Leuten, die Mischhaut haben oder ölige Haut, dass sie damit nicht zurechtkommen. Also bedenkt das bitte bei eurer Kaufentscheidung, wenn ihr das Gefühl habt, nee, ich bin eigentlich sehr ölig oder so, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für euch. Für mich, ich habe eine trockene Haut, eine Anfang 40 Jahre alte Haut und die ist für mich traumhaft. Traumhaft, ja. Dann gibt es auch neu von NYX diesen Marshmallow Primer. Ich habe euch den, glaube ich, noch in keinem Video gezeigt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe mir den auf jeden Fall geholt. Und dann noch dieses neue Puder von Tarte. Dieses Shape Tape Glow Powder. Das habe ich in meinem letzten Video, glaube ich, benutzt. Ja, Glow Powder, was soll ich sagen? Das schreit halt meinen Namen. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht doch mag. Ich weiß es noch nicht. Die Sachen wollte ich auf jeden Fall noch mal hinten dranhängen, weil es auch Neuheiten sind. Und ja, ich glaube, ich habe alles besprochen, was für mich und vielleicht für euch auch interessant ist. Lasst mich mal wissen, was gibt es Neues, was ich unbedingt ausprobieren soll. Was habt ihr vielleicht von den Sachen, die ich euch hier heute gezeigt habe? Habt ihr davon irgendwas? Oder sagt ihr, Jenny, also es wäre ein Fehler, wenn du es dir doch nicht holst. Lasst mich das mal bitte wissen. Und das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.